Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Co-op Secret of Mana. Mit dabei, wie immer, der Nagi. Hallo allerseits. Secret of Mana oder im Original Seiken Densetsu, zu deutsch übersetzt heißt das die Legende des Heiligen Schwerts oder nur Legende des Heiligen Schwerts, ist bei uns bekannt als Secret of Mana. Secret of Mana für den Super Nintendo ist eigentlich der zweite Teil. In Japan heißt er auch Seiken Densetsu 2. Der erste Teil ist für den Game Boy erschienen unter dem Namen Mystic Quest. Viele erinnern sich vielleicht daran. Eines der besten Super Nintendo Rollenspiele, wie ich finde. Und mein allererstes Rollenspiel, was ich hier auf dem Super Nintendo gespielt habe. Nicht mein allerliebstes, aber mein allererstes. Nagi, irgendwelche Erinnerungen, irgendwas zu erzählen zu diesem hervorragenden Meilenstein der Videogame-Historie? Ja, besonders hervorzuheben bei dem Spiel ist natürlich die Möglichkeit, mit zwei weiteren Spielern zu spielen. Da ist mir, glaube ich, gar kein anderes Spiel in Erinnerung, was das sonst geboten hätte. Ansonsten auch so eins meiner ersten, nicht das erste, aber eins der ersten Spiele, die ich auf dem Super Nintendo in meiner Jugend gespielt habe. Und ich denke doch, ein Muss. Ein Muss, definitiv, definitiv. Mit dem Multitap mit zwei Kollegen zusammen zu spielen, das war herrlich. Und ich glaube, dieses Spiel hat dann auch den Grundstein gebildet, dass ich so ein Japano-RPG-Fan geworden bin. So. Dalala. Dann nehmen wir meinen Namen. Natürlich den eigenen. Ach herrlich, diese herrlich unsaubere Schrift von damals, ich erinnere mich. Hervorzuheben wäre natürlich auch noch der ungemein gute Soundtrack von diesem Spiel. Da sind ein paar Tracks dabei, die sind richtig Killer, wenn man das so sagen darf. Ist das ein O? Ja. Das ist ein O. So. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Ich versuche das mal hier ein bisschen filmisch zu machen. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Feste, um Mana zu kontrollieren. Böse. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Und so tauchte Smaug auf und vernichtete sie alle. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Geile Übersetzung. Oh, dieser Mode 7-Effekt, unglaublich. Also, besser kann Grafik doch nicht mehr werden. Hey Jungs, ja. Wartet auf mich. Machen wir. Hey! Tasty! Wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ach, du sprichst die Frauen oder was? Kann ich ja gerne machen. Okay, aber, ne? Mit Emotion. So. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Achso, hier, Spoken. Du glaubst doch wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat letztens von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Nein. Ich weiß nicht mehr, wer wird. Gleich ist das ein Satz. Komm, hier müssen wir finden. Hilfe, ich falle. Ah! Ah! Das Schwein hat Silano getötet. Mann, das sind mal echt geile Freunde. Aber nichts passiert. Alles gut. Wasser dämpft den Aufprall, auch wenn es nur 5 cm hoch steht. Aua, mein Kopf. Was nun? Wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen?
Ja, liebe Assassin's Creed-Freunde, das war zu einer Zeit, wo man noch nicht überall hochklettern konnte. Ja. Ach, sogar Ströme. Schau mal an. Ah, das weckt so viele Erinnerungen. Sogar das Gras bewegt sich. Milano, Milano. Na nü? Hä? Was war das denn? Oh, ein Schwert. Ah, ein Schwert. Schnell, bevor König Artus auftaucht. Das Dorf ist im Osten. Oh, das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Da ist das Schwert ja genau. Ja, richtig. Komm mal her, Schwert hier. Kilano, zieh mich heraus. Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Sind wir in Camelot? Ja! Ah, dieses Licht! Bin ich tot? So hell! Ich sehe nichts! Ah, ein Gespenst! Kilano, ich bin's doch nur. Dein Vater, das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Ich... Und nun bin ich König von Camelot. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück. Ja, wie nennt man diesen Balken, der sich da unten auflädt? Ladebalken. Ladebalken. Also, das Prinzip in Seed of Mana ist, wenn man eine Waffe hat, mit dem Schwert kann ich die Büsche zerkleinern. Ja, das wusste Link schon lange vor dir. Je höher die Prozentzahl, desto mehr Schaden macht man. Das heißt, wenn man die ganze Zeit spammt, macht man sehr, sehr geringen Schaden. Und je öfter man die Waffe benutzt, desto stärker wird sie und kann nachher auch in Level steigen, wenn man Orbs hat, um sie zu refinen. Das heißt, man kann später einfach den Schlagruf gedrückt halten und je nachdem, wie hoch das Level ist, die Attacke aufladen. Das gibt eine große Auswahl an Waffen und jede Menge Grinding-Spaß. So, aber bevor wir jetzt hier richtig durchstarten, öffnen wir mal das ultimative Ringmenü. Eins meiner liebsten Menüs. Und ändern mal hier ein bisschen an der Einstellung was. Befinden. Farbe. So, schönes Fenster auswählen. Was hältst du für mächtiger? Das hier oder das hier? Das oder? Das sieht mächtig aus. Dann ändern wir mal schnell die Farbe. Schwarzer Hintergrund. Dicke Blöcke oder so? Oh. Ja, sag was noch. Man muss es ja vom Hintergrund dann noch unterscheiden können. Ja, also man möchte ja lesen. Passt, sagst du. Die Schrift wird ja wohl nicht schwarz. Also denke ich mal, dass das... Dass das dann okay das. Hey, was macht denn ein Pogo-Puschel? Ja, ein Pogo-Puschel hier. In dieser Gegend. Den mache ich fertig. Ups. Direkt abgehauen. Ja, das sind typisch Jugendliche, ne? Finden ein Schwert irgendwo im Stein, was wahrscheinlich total gekostet ist, sehen einen süßen kleinen Hasen und wollen ihn gleich fertig machen. Vielleicht King of the Hill. Aber hier, guck mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit den Schlag spamme, ein Schaden, sechs Schaden. Da ist nicht viel zu holen. Springen konnte man damals auch noch nicht. Waffenlevel. Nachgucken. Die... Schwert, S-Schwert, 9-Schwert? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Schwert. Orb, nein, du hast jetzt 9% deines Levels. Ach, 9%, genau. Bei 100% ist es Level up. Genau. Standardmäßig ist schon ein Orb aktiviert, also könnte ich schon mal es auf Level 1. Und was man dann damals halt gemacht hat, ist, dass man versucht hat, so viele Waffen wie möglich aufzuleveln. Einfach nur, um zu gucken, was da für neue coole Moves rauskommen.
kann natürlich auch zu seiner Lieblingswaffe sticken, aber manchmal ist es halt praktisch, wenn man Fernwaffen hat oder nicht. Da das hier kein Zelda-Spiel ist, erwartet nichts, nicht, dass wir etwas in den Büschen finden. Oh, und es dauert, bis wir Partymitglieder finden. Deswegen muss Nagi noch zuschauen. Pogepuschel. Ah! Oh, kritischer Treffer. Wie nennen wir eigentlich den dritten Charakter? Ich habe keine Ahnung. Da fällt uns bei Zeiten schon was an. Ich habe ja immer die Koboldin favorisiert. Ja, ich finde Magie sowieso cooler als die Typen. Ich glaube, ich habe noch nie den Typen selber gespielt, wenn ich mit mehreren Leuten zusammen gespielt habe. Der kann einfach nichts, der kann draufhauen, aber der hat einfach keine Magie im Stand. Ja. So. Vielleicht kann man an der Stelle schon erwähnen, es gibt eine Fortsetzung. Ja, eine echte Fortsetzung ist es ja nicht. Oder, ja, Es gibt Spiel, noch viel, was daran anknüpft. Es gibt noch ein weiteres Secret of Mana, Seiken Densetsu, für den Super Nintendo. Das da wäre Secret of Mana 3, da dieses Jahr eigentlich Secret of Mana 2 ist. Aber dazu wollen wir jetzt noch nicht so viel verlieren, denn das hat in vielen Belangen etwas anderes. Tornado. Oh, eine Kiste. Ja, du Hase, hier gibt's Filet. Übrigens, googelt mal Pogepuschel auf Google-Bilder. Das ist herzallerliebstes Viech. Schatztruhe. Ja, so machen Männer Schatztruhen dann auf. Einfach kaputt schmeißen. Ein Bonbon. Ein Bonbon gibt uns Lebensenergie zurück. Und es sollte zu erwähnen sein, dass Secret of Mana ein sehr... Es ist eins der ersten Spiele dieser Art, deswegen kann man leider nur... Oh, Waffenlevel stehen. 4 Items einer Sorte mit sich tragen. Das heißt, 4 Heilbonbons und das war's. Das kann manchmal schon sehr kritisch werden. So, ich habe jetzt Level 1 erreicht mit meinem Schwert und kann nur den Knopf gedrückt halten. Level 1! Und da kommt ein Move raus. Hotcha! Und je höher das Level, desto cooler. Der macht natürlich auch mehr Schaden. Genau. Aber, um höhere Level zu erreichen, muss man Orbs finden. Das schließt meistens einen Boss zu besiegen. Tja, so, was steht denn hier? Verbotener Wald. Da sind wir gerade hergekommen. So verboten kann der wohl nicht sein. Puffpuschel ist erledigt. Noch eine Truhe. Endlich! Bonbon! Damit sind sie schon 2. Wie gesagt, wenn ihr 4 Items einer Sorte habt und ihr fühlt ein neues, benutzt euer Item. Denn mehr geht leider nicht. Man kann sie natürlich auch verkaufen in den vielen Verkaufsläden. Neue Truhe. Ach, diese Musik. Bonbon, yeah. Heute Nacht speisen wir wie Könige. 4 Goldmünzen. Goldmünzen. Oder Geldmünzen. Ich glaube, das mit dem Verteidigen ist so prozentual. Ab und zu macht euer Fraggle dann automatisch eine Rückwärtsbewegung, beziehungsweise Combat Roll oder was auch immer das sein soll. Es sei hinzugefügt, dass ich bei beiden keinen Polen zu spielen bin. Das letzte Mal, dass ich das wirklich ernsthaft gespielt habe, liegt fast, lass mich nicht lügen. 12 Jahre zurück? Oha. Schon eine ganze Ecke. Ich habe sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert. Ich erinnere mich noch daran, dass ich das auf dem Super Nintendo damals gespielt habe, in meinem alten Zimmer. Und, bei bestimmten Stellen, wo die Musik schön war, habe ich das einfach laufen lassen und meine Hausaufgaben gemacht.
Dano! Achso, das ist eine Frau, das ist deine Aufgabe. Ach, ich muss mir noch deine für eine Stimme raussuchen. Ach, das ist 0A15 Henriette. Achso. Dann war die DDR-Sportlerin. Keine Ahnung, der Dorfälteste hat dich gesucht. Er sah ziemlich wütend aus. Was für eine seltsame Frau. Es war, glaube ich, eine DDR-Sportlerin. Das ist ziemlich gemein. So, gehen wir mal hier. Das dürfte ein Hotel sein. Guck mal, warum gibt es bei uns nicht solche funky Rezeptionisten, ne? Wie in jedem Rollenspiel bekannt sein sollte, übernachten, speichert und heilt. Statusveränderung und das Leben. So, was ist hier? Ein Itemladen. Brauchen wir auch noch nicht reingucken. Da ist eine Oma. Hast du gesehen, Kidano? Etwas Leuchtendes am Himmel über dem Wasserfall. Ich spüre, dass bald etwas Schreckliches geschehen wird. Ja, alte Menschen spüren ja so einiges. Das Wetter in den Knochen. Gibt's da denn nur Frauen? Hey, Kidano! Was ist das für ein Schwert? Sei damit lieber vorsichtig. Das ist mein Penis. Sehr anzügliches Spiel. Und damit steigt die FSK auf 12? Ich hab keine Ahnung. Ein Fremder ist zu uns ins Dorf gekommen. Er ist im Haus. Na, dann besuchen wir mal den Fremden. Als ob nie Fremde in ein Dorf kommen. Also, mal ganz ehrlich. Ja, in einem Dorf fällt das schon schneller auf. Der Fremde scheint ein Ritter aus einem fernen Land zu sein. Nein, ich lese das nicht nochmal vor. Puh. Ja, damals hatten die Charaktere nicht viel zu sagen. Hallo? Ich dachte Feuerwehr, wir haben ja Notfall. Mama Kilano, was ist denn geschehen? Tom ist weinend davongelaufen. Warum ist mein Name eigentlich nur in groß? Sag mal, Kilano! Was ist denn geschehen? Tom ist weinend davongelaufen. Ich glaube, man konnte seinen Namen immer nur in Großbuchstaben schreiben. Ja, glaube ich auch. Warum ist Tom wohl weinend davongelaufen? Er hat mich verrecken lassen. Und er glaubt jetzt, dass mein Geist ihn verflucht. Da ist einer der Verräter. Da sind beide, Junge. Kilano! Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Idioten! Es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt. Nanu? Kilano! Was hast du denn da in der Hand? Ist das dein Penis? Oh nein, das ist... Cool. Hast du etwa den Schatz gefunden? Auf! Lass uns kämpfen! Was hast du getan? Du hast das Mannerschwert aus dem Stein gezogen. Oh, das ist unglaublich. Ja, nicht wahr? Geiler Typ hier. Das Mannerschwert, dann ist unser Dorf erledigt. Wahrscheinlich, da ich jetzt der Einzige bin, der eine Waffe hat. So, erzählt die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steppend. War das Mannerschwert unser Schutz vor den dunklen Mächten? Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Naja, ein bisschen Schmackes und Muskelkraft, weißt du? Ah, was? Hey, auf damit! Du bist an allem schuld! Mein Schatz, alles wegen dir. Du Feuchtschild. Wer ist das? Erdbeben! Vielleicht solltest du eine Diät machen! Zu spät. Ah, guck mal, da ist der Neue. Hilfe! Ein Monster! Tu doch was! Du hast ein Schwert durch!
Oh, 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 oh. Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife es erst dann an. Er ist aber nett, dass er von oben runter guckt. Oh, ich erinnere mich an dieses Viech. Ja, guck dir den Scheiß an. Magie. Ja, das Schöne an Magie ist, man kann der Magie nicht ausweichen in diesem Spiel. Zumindest nicht direkt. Es gibt so also eine lustige Methode. Kidano, ich bewusst bin rot. Tu doch was! Wieder bewusstlos. Es geht ab. Nicht gut aus. Juwelenregen. Ich bin tot. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Ja, Leute, also. Wenn du kaputt machst, immer schön warten, dass 100% angezeigt werden. Also ich mache einfach das, was ich vorher auch schon gemacht habe, nur ein bisschen besser. Ach. Los, los. Bin ich ein Versager! Übrigens, sehr catchige Musik für den Bosskampf. Alter Schwede. Juwelenregen. Ja! Yeah. Geschafft! Und das, liebe Kinder, ist, warum Käfer explodieren, wenn ihr drauf tretet. Diese Effekte, Mann, das ist. Oh. FX, GX, FX, CGI vom Feinsten. Und weiter geht's. Was der Spruch ist, immer ist das, sollte. Ist das nicht der Slogan von Snickers oder so? Ich hab ein Ohr behalten. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Mach das, dann kann ich dir nämlich eins auf die Fresse geben, dass du einfach nur zugeguckt hast, du Penner. Was für ein Schisser. Erscheint dies ist das echte Manderschwert. Aha, und weiter. Es heißt, in den Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Eigentlich sieht er ja aus wie der Ritter. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Hast du ein USB-Ladekabel? Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Da kommt der Clown wieder. Kilano, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Ja, kannst kaum abwarten, Viktor. Vielleicht schaust du mir dann ja wieder zu, wenn ich auf die Fresse krieg. Ich hätte mal das Schwert mitnehmen können und schon mal aufhalten. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ja, Tim wird definitiv ein sehr, sehr, sehr subjektives Subjekt. Ältester! Kilano muss hier weg! Genau, und zwar sofort! Oh, Kilano! Hörst du das? Wir haben kein Budget. Jeder hat den gleichen Synchronsprecher. Warum nur? Warum hast du diese Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du allein. Ja, wow. Überhaupt keinen Druck. Danke, Dorfältester. Wer redet denn jetzt? Die Oma? Sind die eigentlich fast nur also Frauen gut. Da? Wer ist dafür, dass Kilano geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würde noch mehr Monster auftauchen. Oh nein! Hau ab, verschwinde endlich. Bist du weit weg?
Aber Oma! Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Aha. Die haben mir alles zu verdanken. Die haben mir also zu verdanken, dass all diese Dinge geschehen. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Nein, tue ich nicht. Benutze den Ausgang im Süden. Geh jetzt, bevor noch mehr passiert. Willst du mir drohen? Willst du mir drohen, hä? Benutze den Ausgang im Süden. Geh jetzt, bevor noch mehr passiert. Ich glaube, der muss mal zum Onkel Doktor. Solange du hier bist, sind wir alle in Gefahr. Verlasse uns bitte. Du müffelst. Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld. Du müffelst auch. So. Du musst da die Treppe runter. Ja, ja, ich wollte nur hier alles abchecken. Da gibt's einen Schatz. So. Schatz. Was bist du? Oh mein Gott, ruf die Polizei. Der Dorfälteste versteckt ein kleines Mädchen im Keller. Du gehst, bis später. Schlag sie mit der Truhe. Bam! Oh yeah. 50 Goldmünzen gefunden. Unglaublich. Die Rüstung kann ich nicht nehmen. Die Truhe kann mal einer Link holen. Der kann die ganzen Truhen zerschmeißen. Nee. Was? Ja, also, Alter. Wegen dem Mädchen und dem Keller, ne? Das geht mal gar nicht, ne? Also, da musst du noch was draufpacken. Ich habe dich als Kind zu mir genommen. Ja, das weiß ich doch. Ja, ich vergebe dir nicht. Ist dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Ich bin nicht dein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Lebe wohl. Und das Lied ist sehr entspannt und macht deprimierend, wenn man Mathehausaufgaben macht. Okay, meine Taverne. Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld. Das ist dieselbe Leier wie vorhin, Müffi. Benutze den Ausgang im... Alter, der hat den Satz von dem anderen Typen im Dings kopiert. Damals hatte man noch nicht so viel Speicherplatz. Sag das mal Star Ocean, wo die ihre Techniken sogar sprechen, während man kämpft. Ich glaube aber, die Cartridges hatten dann noch irgendwelche Zusatzchips. Ach ja, genau. Ich verkaufe dir nur etwas, was der Dorfälteste gewünscht hat. Und er meine Tochter als Geisel hält. Verkaufen. Was verkaufen wir denn mal? Schutzfest. Sieht aus wie ein Strampelanzug. Bonbons? Nee. Bonbons sind zu mächtig. Was kann man denn kaufen? Bonbons für 10. Schutzfeste habe ich schon. Ein Stirnband. Habe ich ein Stirnband? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Heilkräuter. Sieht aus wie ein Radieschen. Ach, ich brauche nichts. Ich will nichts von euch, ihr Verräter. Denkst du auch daran, dir neue Klamotten zum Schutz vor den Monstern zu kaufen? Willst du mich jetzt abziehen, oder was? Okay, Bro. Wir kannten uns nicht lange. Stay funky und bis bald. Vielleicht sollten wir auch nochmal speichern. Eine Nacht kostet 5 GM. Willst du bleiben? Natürlich will ich bleiben. Und somit habe ich das ganze Dorf ausgetrickst, die gesagt haben, ich soll jetzt gehen. Oh nein! Nein, Spider-Man, warum tust du das?
fresh in den neuen Tag. Den Spielstand speichern? Natürlich. Und gespeichert. Ich will meinen Kaffee. Ich brauche meinen Kaffee! Ja, Dude, sag deinen anderen Zwillingsbrüdern, dass ihr Funky Stein wart. Dann wollen wir mal auf ins große Abenteuer zum Wasserpalast. Aber vorher... Vorher habe ich noch ein Hütchen zu rufen. Mit? Mit meiner Oma! Ich glaube, die sind verwirrt, die laufen gegen die Wände. Nein, Leute, wisst ihr was? Ich hau ab. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr schmeißt mich einfach so raus. Zur Hölle mit euch! Hast du alles? Ja. Sonst noch was? Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Weißt du was? Ihr habt nicht mal einen Flach-TV. Scheiß auf euch. Ban for life. Pokepusche. Pokepusche. Kanomi Reisebuch. Ciao, Bella. Wir, die Kanoni-Brüder, haben fast überall ein solches Reisebüro. Übrigens, Victor hat bereits dein Ticket bezahlt, falls du zum Wasserpalast willst. Na klar, warum nicht? Guter Flug, auf in die Kanone! Ich halte das nicht für ein sehr sicheres Reise. Fortbewegungsmittel. Ich glaube, das war jetzt gar. Oder? Was war das? Oh mein Gott, das kann er doch nicht überleben. Ach, das schafft er. Ich glaube an ihn. Ah, auf 5 cm Gras gelandet. Das ist natürlich sicher. Was ist denn hier los? Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Okay. Wir kommen aus Pandoria, um die Extura zu bekämpfen. Ja, ja, ist ja gut. Das ist Oberst Hagen. Ist sein Nachname das? Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Aha! Der hat vielleicht Hobbys. Oberst Hagen, angetreten! Kompanie! Marsch! Was für eine Armee. Also, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ein Oberst Hagen und 5 Soldaten? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ein Portal. Ich glaube, das wäre jetzt keine gute Idee, außerdem haben wir keine Peitsche. Nee, da kommen wir nicht weiter. Also dann, ab in den Wasserpalast. Man kann übrigens auch rennen mit dem A-Knopf. Regenmenü. Natürlich kann man das. Aber witzigerweise hat es den gleichen Effekt wie diesen wie Schwert. Man kann nur in eine Richtung gerade rennen, dann muss man stehen bleiben, um in eine andere Richtung zu rennen, oder? Ja, auf geht's, Kilano. Man muss erst wieder aufladen. Das Feuer, das ist chillig. Was für ein Arschloch. Aktiviert die Brücken und macht sie dann wieder weg, bevor ich da bin. Was wäre, wenn ich die andere Brücke benutzt hätte? Das hätte nicht funktioniert. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist denn diese Aquaria, hä? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wiederzusehen. Knickknack, versteht was ich meine. Willkommen. Oh, nein, das ist keine. Die klingt ja sehr Aquaria-Stimme. Das soll Aquaria sein? Die 200 Jahre alt ist? Kein Kommentar, danke.
Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Geil. Ich weiß. Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Ist das eine Metapher für die Monatsblutung? Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deshalb könnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe. Aber Aquaria, warum machst du doch eine Pause? Der Waffenorb wieder reaktiviert. Den ersten Orb hast du bereits vom Sicheranbeter erhalten. Doch es gibt doch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Damit es weiter nichts ist. Alles kein Problem. Begib dich ins Imperium, Victor. Grüß mein Vater. Darth Vader wird auf dich warten. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Oh mein Gott, wenn das mal kein Wort, wenn das mal kein Hinweis auf den Todesstern ist. Aber sowas von. Die Mana-Festung fliegt bestimmt. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Also wenn das nicht der Todesstern sein soll, ja? Der eine Welt zerstört. Von dunklen Mächten. Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siege, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf diesen Samen abgesehen. Was? Sie haben es auch schon auf den Samen diesen Ballast abgesehen. Den einzigen Samen, den ich hier sehe, ist, bin ich und Victor, Bro-Man! Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Das hat sie doch gerade erklärt. Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Kilano, ich vom Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb noch stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich ja auch deine Kampfkraft. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Mein Mind blown. Ja, also fassen wir mal zusammen, liebe Leute. Mir erscheint ein Geist. Ich bekomme ein magisches Schwert. Es gibt ein Imperium, was eine Festung aktivieren möchte, das die Welt zerstören kann. Das ist Star Wars. So. Dann mache ich hier Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei und dass wir dann baldig Verstärkung finden, damit Nagi mit ins Geschehen eingreifen kann. Ich bin Kilano. Ich sag auf Wiedersehen. Ich bin Nagi und sag auch auf Wiedersehen. Bis bald. Das nachfolgende Preview nimmt sich selbst nicht unbedingt ernst. Obwohl unser Held erst seit wenigen Minuten verflucht ist, wurde er schon aus seinem Dorf verbannt. Alles Verräter. Außer Roman. Wird uns die geile Schnecke Aquaria Kajon beibringen, damit wir uns rächen können? Und überhaupt, läuft da was zwischen dir und Victor? Die reden so geschwollen miteinander. All das und noch viel mehr beim nächsten Mal in Secret of Mana Episode 2. Mein Freund der Baum ist tot und Schlagring gehört.